Plötzlich blond von Mac Cabot. Beauty Sessions und It-Girl-Getue findet die superintelligente Emerson Watts eigentlich total doof. Wer so blond ist wie Super-Beauty Nikki Howard, kann doch eigentlich nur blöd sein, oder? Doch ein unglücklicher Zufall will es, dass Emerson eines Tages im schönen Körper jener Nikki Howard aufwacht. Plötzlich ist sie beliebt und begehrt und die süßesten Jungs stehen Schlange. Vielleicht ist Blondsein doch ganz nett, denkt Emerson. Wäre da nicht ihr bester Freund und heimlicher Schwarm Christopher, der völlig immun gegen ihre neuen Reize zu sein scheint? Ein Christopher-Eroberungsplan muss her, aber plötzlich. Plötzlich blond ist am 26. Januar 2010 erschienen, hat 320 Seiten und heißt im Original Airhead. Gebunden kostet das Buch 14,95 €. Plötzlich blond ist der erste Teil einer Trilogie. Der zweite ist schon erschienen und heißt Plötzlich blond 2, logischerweise. Und hat dann auch den Beititel Neues von der Super Beauty wider Willen. Ein Erscheinungstermin für Band 3 ist noch nicht geklärt, obwohl das Buch schon auf Englisch erschienen ist. Ich weiß. Wenn man das Cover sieht, denkt man, man habe es mit einem Kinderbuch zu tun. Dem ist aber nicht so. Was auch der Grund ist, warum ich euch die englische Version einfach mal daneben haue. Ja. Ich würde sagen, diejenigen, die die Plötzlich-Prinzessin-Reihe oder sonst irgendwas von Mac Cabot gelesen haben, kennen ihren Schreibstil. Aber hier hat er mir besonders gut gefallen. Generell war das Buch wirklich gut. Diese Körpertauschgeschichte kennt man ja schon, aber die Art und Weise, wie M mit der ganzen Situation umgeht, fand ich einfach super. Das Buch zeigte, wie hart die Modelbranche eigentlich ist und dass Geld eben nicht immer glücklich macht. Für alle, die sich jetzt wundern, dass ich ein Nicht-Fantasy-Buch lese, naja, ganz ohne Fantasy und oder Science-Fiction ist das Buch eigentlich nicht, da es sich hier um eine Ganzkörpertransplantation handelt. Das Ganze ist echt ein mega interessantes Thema, das moralische Fragen offen lässt, die sich der Leser selbst beantworten kann. Aber denkt jetzt nicht, das Buch sei hochphilosophisch oder so. Nein, es ist eigentlich hauptsächlich eines, nämlich lustig. Und zwar absolut. Die ganze Absurdität der Situationen, in die M sich immer wieder manövriert, sind sehr, sehr amüsant. Der einzige Makel des Buches ist, dass es nicht wirklich abgeschlossen ist oder auch nur ansatzweise einem Spannungsbogen folgt. Was nicht heißt, dass es keine Spannung hätte. Es endet eben einfach komplett offen. Ich weiß, dass noch mindestens ein Teil folgt, aber trotzdem war mir das hier nicht abgeschlossen genug. Aber was soll man machen, ne? Ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust bekommen, gleich auch den zweiten Teil zu lesen. Von daher war das Ende wahrscheinlich profittechnisch gut gewählt. Kurz gesagt, ein sehr amüsantes Buch mit gelegentlichem, überraschendem Tiefgang.